Dan stelt zich dan die vragen. Wie verrukt is waanzinnig? Ik heb iets rausgevonden. Kiffen macht paranoïd. Maar wem zag ik dat? Ja, klar. In Japan brennen die Atomkraftwerke. En 2 dagen später zijn in Duitse Baumärkten die Geigerzähler ausverkauft. Dat müssen doch chemische Verbindungen im Kopf sein. Die Merkel hat ja jetzt erstmal so ein Moratorium gegründet. Ein Moratorium, das klingt schon wie etwas, was vor sich hinsiegt. Und zusätzlich zur Laufzeitverlängerung haben sie jetzt auch noch so einen Rat der Weisen gegründet. Das beruhigt mich sehr, weil der Rat der Schwachsinnigen hat ja bisher nur eine Laufzeitverlängerung beschlossen. Aber gut, Sie haben diese Regierung gewählt. Mal ganz ehrlich, was haben Sie dabei eigentlich gedacht? Da war Restalkohol im Spiel, oder? Guido Westerwelle und Angela Merkel. Wenn ich die nebeneinander sehe, da denke ich mir mal, guck mal, der ist der eine so blöd, wie die andere aussieht. Und ich habe denen nie getraut und ich kann Ihnen erklären, warum. Ich habe denen nie getraut und wissen Sie warum? Am Anfang, jetzt nicht mehr, aber am Anfang, immer wenn die vor die Kameras getreten sind, da haben die so gelächelt. Die haben ja so gelächelt. Und eins habe ich durch den Anblick hunderter Gebrauchtwagenverkäufer gelernt. Leute, die immer lächeln, versuchen dir meistens etwas zu verkaufen, was nicht funktioniert. Und es funktioniert nicht. Der Anblick inzwischen ist ein anderer. Guido Westerwelle hat sich zu einem der Typen entwickelt, mit dem kannst du überall 2-mal hingehen. Einmal so und einmal zum Entschuldigen. Ich bin ehrlich, ich würde ihn wirklich gern verstehen. Ich würde gerne seine Vision von Gesellschaft verstehen. Ich würde gerne seine Vision von Politik verstehen. Aber es ist so absurd. Das, was er tut, ist vollkommen absurd. Alles ging los mit dieser Hartz-IV-Diskussion. Da ging das los, da hat er gesagt, hier, die sollen Schneeschippen gehen, wir nehmen den 5 € weg. Dann wollten sie ihn irgendwann mal 5 € mehr geben. Ja, natürlich sollen die Leute, die arbeiten, mehr Geld verdienen, als die, die nicht arbeiten. Das ist ja gar nicht der Punkt. En waarom is in keiner van deze schnapsnazen in deze ganze Diskussion mal auf die Idee gekommen, dass es vielleicht an der Zeit wäre, mal darüber zu diskutieren, inwieweit man das Lohnniveau der arbeitenden Bevölkerung anheben kann? Nee, stattdessen wollen ze denen, die niks haben, nochmal 5 € wegnehmen. Is genauso, als wenn ze alle Meerschweinchen rasieren, damit sich die Nacktmullen nicht so blöd fühlen. Dan zien die alle gleich blöd aus. Als had die Merkel damals zu dieser Hartz-IV-Diskussion gezegd, had ze gezegd, ja, dat wäre niet mijn Wortwahl gewesen. Gut, immerhin had ze maar wat gezegd. Die had ihre letzte große Auftritt ja in Amerika. Voor de US-Congress. Daar had ze een Rede gehalten dort. En ze is dort gefeiert worden wie nie zuvor in Deutschland. Hè? Leute sind ausge, die Amis sind ausge, die had im US-Congress die Standing Ovations bekommen. Und die hat aber auch Sätze rausgehauen wie, schon als kleines Mädchen in der DDR träumte ich von einer ganz bestimmten Jeans aus Amerika. Und deswegen trägt ja die Angela bis heute als Hommage an die Amerikaner die alten Jacken von Krusty dem Clown auf. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, aber seitdem in NRW die Hannelore Kraft Ministerpräsidentin ist, trägt die plötzlich auch so Clownsjacken. Das war eine attraktive Frau, die hatte mal ein Kleid an der Bluse, was Frauen ebenso tragen. Da muss es irgendwo in Berlin so einen durchgeknallten Politikberater geben, der sagt, wissen Sie was, Frau Merkel, so eine rote Jacke mit großen weißen Knöpfen, nee, das sieht sehr staatsmännisch aus. Het is nu nog een vraag der tijd, bis je al zo grote schoenen aan had.